Ja, und das soll aus seiner Sicht möglichst positiv enden und nicht mit der 6. Niederlage in Folge für den FC Schalke 04. Manuel Neuer gesetzt in der Startelf. Ansonsten musste Ralf Rangnick auf Jefferson Farfán verzichten. Der Peruaner noch mit Problemen nach einer Zahnoperation. Der 1. FC Köln in Weiß mit der Siegermannschaft aus dem Frankfurt-Spiel. 5. Spielminute, Milivoje Novakovic arbeitet ja am 17. Saisontreffer. Wäre für ihn persönlicher Rekord. Sein letztes Spiel hier als Cheftrainer Volker Finke. Der neue Mann soll Ståle Solbakken heißen, der Norweger vom FC Kopenhagen. Nach 20 Minuten Leerlauf dieser schnell ausgeführte Freistoß von Petit. Jurado passt nicht auf gegen Breschko. Escudero zu spät. Novakovic, da ist es. Sein Rekordtor und das 1:0 für den 1. FC Köln. Es sah nach einem Missverständnis aus zwischen Neuer und Hövedes. Der musste eigentlich mit dem Kopf klären. Neuer verlässt sich drauf und Novakovic bedankt sich. Und Volker Finke, es wäre im 3. Spiel der 3. Sieg. Das ist zuletzt hier in Köln Hennes Weisweiler gelungen. Vor 34 Jahren war das. Direkt vom Anstoß weg die Antwort der Gäste. Raul, beste Chance, Schalke. Aber weiter 2:0 für das Geburtstagskind, für Michael Rensing. Der wurde heute 27. Nach gut einer halben Stunde Doppelwechsel Schalke, Draxler und Huntelaar kamen. Edu und Baumjohann mit der Höchststrafe und die verschwanden ohne Zwischenstopp an der Bank sofort in der Kabine. Köln mit den gefährlicheren Aktionen bis dahin. Schalke bemüht jetzt Jurado. Erste klare Ansage des Spaniers und ein Ausrufezeichen für die zweiten 45 Minuten. 1:0 Köln zur Pause, das Ganze begleitet mit deutlichen Kundgebungen gegen den Vorstand. Die Fans erwarten immer noch eine Menge Antworten nach dieser wackeligen Saison. Eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel, weiter ratlose Schalker, Köln ohne Probleme. Das ist Mato Jajalo, 2:0. Völlig überraschend zieht er hier ab. Manuel Neuer sieht nicht gut aus. Könnte Jajalos Abschiedstor gewesen sein. Der Leihspieler von Siena. Noch hat Köln die Kaufoption aus finanziellen Gründen nicht gezogen. Manuel Neuer an beiden Gegentoren beteiligt. Und das in seinem vielleicht letzten Bundesligaspiel für Schalke. Ob er geht oder bleibt, eine Entscheidung nicht vor dem Pokalfinale. 20 Minuten noch, das ist Raul im Hinspiel. Dreifacher Torschütze, dann Huntelaar an den Pfosten. Jurado, Breschko dazwischen. Lebenszeichen Schalke nach der Hereingabe von Draxler. Schalke, die sich bis dahin nicht wie ein Favorit auf den Pokalsieg verkauften. Interessierter Beobachter, rechts Milan Šašić, Duisburgs Coach. Mit Angstzuständen wird er dieses Stadion nicht verlassen. Ecke Schalke, der eingewechselte Avila. Und jetzt Schalke im Pech. Nach dem Kopfball von Avila zum 3. Mal Metall heute. Die Schlussminuten, Schalkes beste Phase. Der gefährliche Raul, klasse Rensing, Weltklasse. Das Geburtstagskind neben dem ehemaligen Trainer Frank Schäfer, vielleicht mit dem größten Anteil daran, dass Köln mit dem Abschied nichts mehr zu tun hat. Rensing geadelt von Raul. Schalke 04 spielte sich jetzt noch ein bisschen ein auf den kommenden Samstag. Uschida auf Raul, 2:1. Der beste Schalker wenigstens mit einem Trostpreis. Mohamed steht falsch, Rensing kommt nicht raus. 2:1 der Endstand. Die Kölner Profis mit einem Dankeschön an die Fans und die Schalker Fans mit einem Dankeschön an Manuel Neuer. Und wir machen weiter mit dem Spiel Kaiserslautern gegen Werder Bremen. Stefan Schiffler, bitte.